So, da bin ich mal wieder mit einem etwas ungewöhnlichen Video. Ich werde jetzt im Video mal direkt im Video erstmal eine Seite aufmachen. Das ist die Facebook-Seite an sich. Da will ich jetzt auch nichts Besonderes zeigen. Ich mache eine ganz andere Seite auf. Und zwar heißt das Ganze, ich müsste es eigentlich hier haben. Mal gucken. Nee. Hab ich das nicht hier? Homepage mit online? Nee. Aha. Dann habe ich es offensichtlich noch nicht in meine Lesezeichen eingefügt. Es gibt eine Seite, die nennt sich Linux-apps.com. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig bin. Ja, so. Linux-apps.com. Ich zeige das jetzt ohne Sprachausgabe, weil ja, im Prinzip nichts Besonderes auf dieser Seite ist, mit der kann man eigentlich relativ gut umgehen. So, und hier gibt es einen Haufen App-Images. App-Images sind im Prinzip Programme, die als portable Programme im Linux-Bereich daherkommen. So ähnlich wie im Windows auch portable Programme existieren, gibt es das hier auch. Im Windows kennt man zum Beispiel das hier. Ich mache es mal für Sehende auf. Portable Freeware.com. Das wäre die. So. Da steht The Portable Freeware Collection. Genau. Und was es auch noch im portablen Bereich im Windows gibt, ist das hier. Das mache ich auch nochmal auf. Portable Apps. PPS.com. Die sieht ein bisschen anders aus. Das wäre diese hier. Genau, und da kann man sich im Windows sehr viele portable Apps holen. Unter anderem komplettes LibreOffice, aber auch Media Player und sonst was alles. Man kriegt eigentlich sehr, sehr viel. Und bei Portable Apps ist es sogar so, dass man, wenn man sehr viele Apps hätte, aber ich habe es eben nicht so viel davon, einen Teil habe ich. Ich habe den CMonkey zum Beispiel daher. Oder ich habe auch das Notepad ⁇ dort her. Da ist es eben so, dass man bei Portable Apps sogar einen so eine Art Store hat. Also so ähnlich wie beim Ubuntu auch oder bei Linux. Distribution, dass man so ein Portable Apps Plattform oder sowas hat. Wobei man die nicht zwingend nutzen muss, aber man kann sie nutzen, wenn man will. Und so ähnlich geht das hier auch. Ich mache jetzt bloß die anderen Apps mal hier, die anderen Seiten mal wieder zu. So, The Portable Freeware, da muss man auch nicht viel zu sagen. The Portable Freeware. Oder Portable Freeware.com ist eigentlich auch relativ einfach, aber auf Englisch eben. Und hier bei den Linux-Apps, das wären hier, Linux-apps.com, da kriegt man dann natürlich immer sehr vieles. Ich kann ja mal spaßeshalber mit euch reingehen. Jetzt gibt es zum Beispiel, den habe ich auch noch nie gesehen, Rollo Viewer. So, und dieser Rollo Viewer ist ein Image Viewer. Anscheinend, er ist eingeordnet bei Image Viewers. Und hat ein App-Image, offensichtlich. So, was hier die, dann gibt es hier so Prozentangaben, aber mit denen habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Da steht hier, ach so, wie viel Dislikes, ja, wie viel Dislikes und so weiter. So. Dann gibt es zum Beispiel auch Puppetti, das ist anscheinend ein Entwicklertool.
Und man kann sich hier mit den Überschriften relativ gut durchhangeln, weil hier die Überschriftsebene 3, wie im Facebook auch, die Überschriftsebene schlechthin ist. Dann gibt es zum Beispiel Fast Oredis 2.0 auch. Das kenne ich jetzt gar nicht. Da steht Database dran, also anscheinend ein Datenbankenprogramm. Ja, wie gesagt, also ich kenne hier vieles auch noch nicht. Aber man kann eben sehr vieles testen, weil man die Dinger nicht auf Gedeih und Verderb installieren muss. Genau, hier ist nochmal das gleiche Database-Programm. Also es ist schon sehr interessant, was man hier alles so findet. Focuswriter ist zum Beispiel wieder neu. Der Focuswriter war allerdings leider nie accessible, deswegen habe ich ihn weggelassen. Webcomode, was auch immer das ist, ist ein Webcam-Programm, wie man hier so sieht. Okay. Open Markup Editor. Okay, den gibt es ja auch. Der ist aber bei Texteditors eingeordnet. Okay, na gut. Negibox, was auch immer das ist. Hier ist, ach, Internet Apps steht hier. Und wir können ja mal, weil ich das jetzt gerade nicht kenne, was Negibox ist. Ich meine, ich habe das zwar schon einmal gesehen, können wir mal einmal draufklicken. Auf die Negibox. Und dann haben wir Negibox in Internet Apps. So, Source. Dann gibt es auch den Link zu GitHub entsprechend. So, ich versuche jetzt mal schnell die Description zu finden. Hier ist sie. Negibox. The only one multi-protocol cross-platform downloader. Aha, also es ist anscheinend ein Download-Programm. So, und jetzt können wir ja mal spaßeshalber hier, muss ich mal erstmal gucken, weil ich hier ein Dino-Skript drin habe. Warum, das sage ich euch auch noch. Also, oder beziehungsweise warum das hier nicht auf CMonkey jetzt ist. Ich muss das hier mal alles freischalten. Moment. So, dann sieht die Seite nämlich noch ein bisschen anders aus, weil es manchmal noch ein entsprechendes Video oder irgendwas dazu gibt. Und dann könnte man nämlich theoretisch zu Download schalten, und wenn man bei Download draufklickt, da gibt es dann Report Cloud Device, nee, was? Deliver und so weiter. More Internet Apps von und so weiter. So, aber das suche ich jetzt gerade gar nicht. Ich mache jetzt nochmal den Download auf irgendwie. Product, okay. Ich suche jetzt gerade etwas, weil ich wundere mich jetzt gerade so ein bisschen, weil normalerweise man das hier aufgemacht hat, aber vielleicht habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Das ist natürlich auch so eine Frage, ob jetzt schon alles freigeschaltet ist. Nein, wie wir sehen, ist noch nicht alles frei. Deswegen funktioniert das noch nicht so, wie ich das hier haben will. So. Das ist übrigens, nicht wundern, das kommt eigentlich von opendesktop.org. Ist aber linux-apps.com ist die richtige Seite. Man merkt dann nur ganz oben, dass da steht www.opendesktop.org. Opendesktop.org. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Negibox, genau. So, dann kommt man nämlich, wenn man den Download aufmacht, ans App-Image ran, und da drücke ich jetzt mal drauf. So, und dann für die Screenreader-Nutzer ist jetzt ratsam, also gerade wenn man jetzt im Orca ist,
ganz nach unten zu schalten und sich dann wieder hochzuschalten zu Download und dann wieder hochzuschalten gewissermaßen. So, Moment, jetzt habe ich hier bloß nicht. Normalerweise ist es so. Ah ja, da steht nämlich Close. So, und dann kann man vom Close sich weiterschalten. Dann steht da nämlich Download 117.94 MB. Das ist der App-Image. Und darüber steht nochmal Negibox als Überschrift Ebene 1. Also das könnte man theoretisch auch nochmal anspringen. Habe ich jetzt aber erst entdeckt. Manchmal steht hier noch, das steht hier diesmal nicht, daneben noch Install. Aber das glaube ich, das kommt entsprechend nur dann, wenn man, Install ist hier auch. Aber da, wo Download ist. Also wenn man jetzt auf, das erste Mal auf Download klickt, daneben ist Install. Oder wenn man eben mit dem Baby-Button sich durchschaltet, geht das auch. So, ich kann mal auch auf Install schalten. Mal gucken, ob er dann Überschrift Ebene 1, Negibox, mal gucken, was er dann sagt. Da. Okay. Hier ist nämlich auch nochmal ein Download, wobei das jetzt. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt auf den Download hier drauf klicke. Mal gucken, was kriege ich denn dann? Scheiße. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Von hat DL Open. Desktop.org, ja, aber ich muss jetzt mal doch kurz die Sprache anmachen. Das ist einfacher. Ach, er hat jetzt doch nicht umgeschaltet. Das finde ich ja interessant. Okay, dann mache ich das jetzt mal anders. Ich drücke jetzt mal auf Install. Install. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich wollte nämlich absichtlich eigentlich ohne Sprache heute arbeiten. Offensichtlich hat er doch kein Installationspaket. Sonst hat er manchmal noch Installationshinweise. Und übrigens ist mir neulich mal beim VLC-Player was ganz Interessantes passiert. Ich habe mir im GitHub eine Version vom VLC runtergeladen und da gab es dann eine Datei, die heißt build.sh. Dachte ich, okay, jetzt baut er mir ein App-Image. Nein, er hat mir komplett den VLC installiert. Und zwar in der neuesten Version, die wir bisher haben. 3.0.6. Dachte ich, gut. Schön, dass er es gemacht hat, aber habe ich jetzt nicht erwartet. Hat dann noch ein PPA reingeschmissen und ein bisschen was anderes noch. Und ja, das war's dann. Übrigens habe ich diese neue Reihe, die ich jetzt beginne, noch gar nicht vorgestellt. Deswegen mache ich jetzt mal hier absichtlich alles zu und zeige meinen Desktop. Also, es wird in Abständen, weil ich nicht immer was zur Barrierefreiheit zu sagen haben werde, auch Neuerungen geben aus dem Linux-Bereich, die ich in Video- oder in Textform mal raushaue. Ich habe es bisher mal in der einen Telegram-Gruppe schon gemacht. Es gibt von mir eine ins Leben gerufene Telegram-Gruppe, das habe ich ja mal auf den Blog gebracht. Diese Alternativen zu JAWS und Co. Und das habe ich in der Tat alles da schön gemacht. So, das heißt jetzt, es gibt eine Neuigkeiten, also Art Linux Neuigkeiten
Zusammenstellung oder was auch immer, eine Playlist wird es geben wahrscheinlich, die ich neu erstellen werde. Und das ist so eine Art Mix aus allen möglichen. Deswegen heißt das Ganze dann, weil es aus Werwölfchens Testecke kommt, VMix. Werwölfchens Linux Mix und Tricks und was auch immer. Das muss sich jetzt nicht nur auf Barrierefreiheit beziehen, deswegen gehört es auch nicht in die Linux-Vorstellung für Blinde. Die Linux-Vorstellung für Blinde ist was ganz anderes, das geht dann um barrierefreie Programme, aber das ist hier Allgemeines. ihr seht vielleicht, oder ihr seht es auch nicht, ich fahre immer noch ein Ubuntu 16.04, obwohl es schon 18.04 gibt. Ich will das 18.04 auch überspringen und gewissermaßen dann erst 20.04 einsetzen, wenn es draußen ist. Und ja, fahre hier aber einen Mate. Deswegen ist das hier alles ein bisschen nicht so gnomig oder so. Genau, also. Es gibt also dann VMix. Das ist also Werwölfchens Linux Mix sozusagen. Da ist dann alles Mögliche drin. Da ist dann jetzt auch zum Beispiel sowas drin, ihr habt es vielleicht gesehen, also die Sehenden unter euch sehen das, dass ich hier keinen SeaMonkey zu laufen habe. Das hängt mit einer Sache zusammen, dass der SeaMonkey im Moment auf Eis liegt. Der SeaMonkey ist ein Produkt, was ja aus dem Firefox 52 entsprang zum Schluss und der 52er Firefox hat einen anderen Build-Prozess als die späteren Firefoxe. Was für die SeaMonkey-Leute bedeutet, sie müssen ihren ganzen kompletten Bauprozess für den SeaMonkey umstellen. Was sehr viel Zeit und auch sehr viel Kraft anscheinend bedeutet und deshalb habe ich jetzt im Moment als Standardbrowser hier den Waterfox laufen. Der Waterfox ist eine Abspaltung wieder vom Firefox und basiert auf Firefox 56. Das habe ich mal in einem früheren Video gebracht, wo ich Firefox und seine Alternativen vorgestellt habe. Und ich habe den Waterfox dann immer noch weiter fortgeführt. Das heißt, ich fahre im Moment den SeaMonkey nur für E-Mails und für RSS-Feeds und Podcasts. Da abonniere ich dann einfach die Podcasts auch über die RSS-Feeds im SeaMonkey. Das ist für mich dann mal am einfachsten. Ja, heißt, wir kriegen in Abständen hier Neuigkeiten. Ich habe jetzt so eine Mixform schon mal gemacht. Das heißt, ich habe angefangen mit diesen Linux-Applikationen hier, bin dann in das Ubuntu nochmal zurückgegangen, was ich hier fahre und jetzt eben nochmal auf den Waterfox eingegangen. Der Waterfox hat nämlich noch ein schönes altes Menü, wenn man das jetzt aufruft. Man kann ja mit About Doppelpunkt Preferences die Einstellung aufrufen. About Doppelpunkt mal, dann hat man nämlich das schöne alte Menü noch mit Allgemein, Suche, Inhalt, Anwendungen, Datenschutz, Sicherheit, Sync und Erweitert. Das ist im neueren Firefox nicht mehr. Dafür hat der neue Firefox natürlich, so ich mache das jetzt mal wieder zu, mache auch ansonsten das hier weg. So. Hat der neue Firefox natürlich schon seine reizvollen Sachen. Er hat ein Suchfenster oder Sucheingabefeld für die Einstellungen. Wenn man jetzt eine bestimmte Einstellung sucht. Das ist natürlich auch schön, aber ich bin der Ansicht, dass es eigentlich auch nur dazu gekommen, weil es sonst zu unübersichtlich geworden wäre.
Vorher hatte man sowas nicht und man brauchte es eigentlich auch nicht. Wenn man sagte, okay, ich will jetzt irgendwas mit den Cookies machen, dann ist man gegangen, hat gesagt, okay, Cookies, wo gehören die hin? Naja, entweder zu den Sicherheit oder zu Datenschutz. Naja, es gehört dann eher zu Datenschutz offensichtlich. So, heißt, man wusste, wo man hin will. Und hier bei dem neueren Firefox hat man ja dann aus 8 Einstellungsmenüs einfach 4 gemacht und hat sehr vieles, was vorher in anderen Menüs war, einfach bei allgemein reingeballert. Was ich schon mal in Anführungsstrichen kritisiert habe. Und da bleibe ich auch bei. Ich ändere da meine Meinung nicht, um Gottes Willen. Und das ist der Grund, warum ich auch nicht den Firefox nehme. Ja, den werdet ihr bei mir im Prinzip nur dann sehen, wenn es nicht mehr anders geht. Aber da ich Spotify und auch dieser und was auch immer alles mit Waterfox machen kann, brauche ich den Firefox nur ganz selten. Zum Beispiel für die Dropbox, weil ich das irgendwie mit dem NoScript da nicht richtig freigeschaltet kriege oder ich müsste zu oft probieren. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, für den Zweck nehme ich mal schnell den Firefox. Aber ansonsten brauche ich den eigentlich nicht. Ich bin mit Waterfox komplett im Reinen und das wird auch so bleiben. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Es war heute mal wieder ein längeres Video. Und ja, wir hören uns dann bei gegebener Zeit. Ich schätze mal, dass ich es ungefähr so einmal im Monat hinkriege. Oder vielleicht auch nicht jetzt auf den Tag genau. Aber in einem Monat wird sich schon wieder so viel angesammelt haben, dass da doch das eine oder andere wieder gemacht werden kann. So, dann suchen wir uns mal schnell den Vocoscreen. Der ist hier. Und beenden das Ganze. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.